Contemporary Art ist ein Begriff, der viele verschiedene Kunstrichtungen vereint. Im neuen Museum Nürnberg finden diverse Genres und Stilrichtungen ihren Platz. Wir sprechen mit dem Kurator Thomas Heiden und er wird uns einen Einblick in seine Arbeit geben. In New York, I'm in the rock, hiding in my socks, running from a hawk, and I shoot at all. Ja, wir stehen jetzt hier in einem von insgesamt 6 Räumen in der Fassadenzone und wir haben Sebastian Tröger eingeladen, einen Nürnberger Maler, der hier im ganz großen Format gearbeitet hat. Er nennt diese ganze Ausstellung hier Am Hebel der Welt und er hebelt sie auch ein bisschen aus. Also es ist eine Dekonstruktion der großen Narrative, die die Welt zusammenhalten. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Fassadenräume gab es einen Künstler, der diese Räume in Bühnen verwandelt hat. Und das wird dann auch ganz deutlich in diesen Aufstellern, die praktisch wie Akteure hier in diesem Bühnenraum stellvertretend für uns handeln. Man könnte jetzt hier anfangen zu singen, zu sprechen, zu tanzen. In New York, I'm in the rock, hiding in my socks, running from a hawk, and I shoot at all. Was sind denn so Ihre grundlegenden Aufgaben als Kurator hier im Museum? Wir versuchen durch ständigen Umbau das Haus attraktiv zu halten. Und dieser Umbau in den Sammlungen und natürlich die wechselnden Ausstellungen, die beschäftigen mich, denke ich, am allermeisten. Dann letztlich bin ich natürlich auch viel tätig für Öffentlichkeitsarbeit, Museumspädagogik. Also das Vermitteln dessen, was wir hier treiben, nach außen wird immer wichtiger. Was gefällt Ihnen denn am besten an Ihrem Job? Am besten gefällt mir eigentlich der Umgang mit Künstlerinnen, Künstlern, mit denen man zusammen dann überlegen kann, was zeigt man, was macht man, wie installiert man die Dinge. Und genau darum geht es uns natürlich auch. Wir wollen Kunst und Design möglichst authentisch präsentieren. Und das geht nur im Dialog mit Künstlerinnen, Künstlern, Designerinnen, Designern. Das sich abtasten kann man miteinander, findet man einen Draht. Am Ende wollen wir doch beide Seiten das Gleiche. Die Künstlerinnen wollen ausstellen. Wir wollen, dass diese Kunst bei uns im Haus gezeigt werden kann. Der sozusagen menschliche Aspekt an der Arbeit ist eigentlich der allerspannendste. Wie lange planen Sie denn ungefähr im Voraus eine Ausstellung? Wie lange ist so die Vorlaufzeit? Auch da gilt wieder, je größer das Haus, desto länger der Vorlauf. Also wenn Sie eine Kandinsky, eine Mondrian oder ich weiß nicht, was für eine Ausstellung machen, dann arbeiten Sie da 5 Jahre dran. Ausstellungen, wie wir sie hier am Hause praktizieren, sind teilweise sehr viel schneller auch zu realisieren. In der Regel, würde ich mal sagen, ist der Vorlauf 1,5 bis 1 Jahr. Man braucht auch da ein glückliches Händchen und man braucht glückliche Umstände. Man muss Chancen beim Schopfe packen. Das ist ganz, ganz oft der Fall, dass sich manche Dinge eben nur sehr sozusagen spontan ergeben und dann muss man in der Lage sein zu sagen, super, das machen wir. Dieser Schritt ist eigentlich der allerspannendste. Alles andere ist dann Business as usual. Inwiefern schränken bürokratische Faktoren die Kreativität ein? Also das Geld ist endlich. Ansonsten haben wir hier wirklich die allergrößten Freiheiten. Also es gibt keine Vorgaben. Wir dürfen hier arbeiten, wie wir wollen. Und wir sind völlig frei in diesen Dingen, aber eben gebunden an einen Etat. Und der ist endlich. Wir haben einige Werke in der Sammlung, die tatsächlich erst für den Zweck der Ausstellung realisiert werden müssen, nach den Vorgaben der Künstlerinnen und Künstler. Und ja, das macht Spaß und das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Da dann wirklich auch wieder eine authentische Installation hinzubekommen. Wenn Sie zurück an dieses Museum bedenken, was war denn bislang Ihre Lieblingsausstellung und warum? Schwierige Frage. Es gab ein paar Ausstellungen, die mir wahnsinnig Spaß gemacht haben. Ich denke zum Beispiel an die Ausstellung, die vor kurzem zu Ende gegangen ist, Evelyn Hofer meets Richard Lindner. Das war eine Ausstellung, die mir sehr am Herzen lag, weil sie, glaube ich, vieles geleistet hat, worum es uns hier geht. Wir haben anknüpfen können an die eigene Sammlung in Gestalt von Richard Lindner und konnten eine Künstlerin vorstellen, die nicht so bekannt ist. Für viele, die zu uns kamen, war sie eine echte Entdeckung und wir haben wahnsinnig viel positive Rückmeldungen bekommen. Hat riesen Spaß gemacht, diese Ausstellung zu machen, gerade in dem Zusammenspiel mit dem Nachlass, mit dem wir wunderbar und sehr entspannt zusammengearbeitet haben und dem Architekten,
Martin Kinzelmeier in München, der einfach eine tolle Idee hatte für diese Ausstellung. Und ja, und damit waren alle Voraussetzungen gegeben für ein tolles Projekt. Ja.